Moin, moin. Heute geht's wieder nach Sambladia hin. Und viel zu lange her, dass wir hier waren. Die Leute machen bestimmt schon was zu wollen. Sie werden zuschlagen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Oh Mann, gleich ins kalte Wasser hier. Was war denn das? Wo gibt's Probleme? Was sind hier für Probleme? Ja, alte Welt Seife vertickern, Bretter kaufen. Hat er kauft da nicht mehr oder was? Erstmal wieder alles durchchecken, was wir noch mit sagen. Das Land der Löwen? What the fuck, Alter? Das uralte Labyrinth. Verlassen in Dunkelheit hört man ihre Rufe nicht. Bis tief in ein stickiges und modriges Loch unter dieser wunderbaren Insel voller Lavendel und Thymian gestürzt. Sie fasst sich und erinnert sich an die übrigen Streichhölzer ihrer Tasche. Was für eine Fremde? Sie sind sie. Sie ist sie. Als sie ein Streichholz anzünden, sind sie ganz überwältigt, denn sie befinden sich in einem Raum voller Fresken wieder, altehrwürdig und vergessen. In der Mitte des Raumes steht die Statue einer Frau mit einem Stier. Das große Biest erscheint so verletzlich unter ihrer Liebkosung. Eine majestätische, gehörnte Tür führt nach Norden und ein unauffälliger Durchgang führt nach Süden. Oh! Wie wissen wir doch, Leute von Indiana Jones? Man nimmt nie den Kelch, der mit Diamanten bestückt ist, sondern den Holzkelch. Natürlich ist die unauffällige Tür. Oder doch nicht die richtige. Scheiße. Oder die Programmierer denken, dass du an Indiana Jones denkst und haben deswegen genau die gehörnte Tür zu. Weißt du was? Wir nehmen den unauffälligen Durchgang. Seien Sie unser Leitstern. Oh mein Gott. In der nächsten Kammer stehen auf steinernen Regalen die Bruchstücke kleiner Holzfiguren. Männer, Pferde, Stiere, vielleicht Spielzeuge? Ein entferntes Grollen erschüttert die Wände und wirbelt Staub von einem verblassten Fresko auf. Im Osten liegt eine mit Schwänen verzierte Tür. Im Norden windet sich ein Mosaik, ein ganzer Schwarm Reiher um einen von Säulen gesäumten Durchgang. Alter, keine Ahnung. Eierlabyrinth oder die Schwanentür? Oh, ey. Stücke kleiner Holzfiguren, Männer, Pferde, Stiere, vielleicht. Was haben jetzt Stiere und die Pferde und so weiter mit Reiher und Schwanen zu tun, verdammt? Es ist nicht mal ein Rätsel, was man irgendwie. Ich würde sagen, wir nehmen. Das Reiherlabyrinth. Verwirrend komplexe Labyrinthe sind in dunkelblau auf jede Fliese gemalt. An der Wand, am Boden und an der Decke. Im Zentrum steht eine einsame Figur, die in der Labyrinthlandschaft winzig wirkt. Ein Fresko an der Wand zeigt einen lahmen Schmied. Etwas Kaltes schwappt an ihre Füße. Wasser, brackig und fahl. Es scheint aus einem Raum in der Nähe zu sickern, der nach Westen führt. Wir gehen zum ersten gefundenen Raum zurück. Dann nehmen wir doch die Schwanentür. In diesem Raum scheint die Decke noch niedriger zu sein. Die zerbrochenen Fliesen lassen auf eine verblasste Szene schließen. Ein junger, schlanker Mann springt über einen vorbeigaloppierenden Stier.
Sie lehnen sich weiter nach vorn, um einen genaueren Blick zu erhaschen und stellen fest, dass alle Fliesen im Raum mit Stierköpfen verziert sind. Oh Scheiße. Die Fliesen langsam überquer. Sie wagen ein paar vorsichtige Schritte über die antiken Fliesen, wobei sich ihr Herz mit Angst erfüllt. Und das zu Recht, denn sie haben erst ein paar Schritte gemacht, als die angrenzenden Fliesen unter ihnen mit einem Krachen zerspringen. Sie spüren, wie ihre Füße ins Leere treten, als der unter ihnen liegende Abgrund sie verschlingt. Was? Auf den Sturz vorbereiten. Ich glaube, wir sind richtig. Das ist jetzt absichtlich so. Retten. Nein! Scheiße! Sie versuchen sich an etwas festzuhalten, aber alles gibt nach. Sie scheinen verzweifelt, aber erfolglos. Sie sind viel zu weit und unter den bleichen Hügeln und zu weit entfernt von ihren Kameraden. Sie greifen einen hervorstehenden Stein, aber auch er gibt nach. Während die Dunkelheit sie verschlingt, sausen sie auf etwas weiter unter ihnen zu. Etwas, das nur ihr zerbrochener Leichnam noch erfahren wird. Ihre Kameraden werden zweifellos im feierlichen Gedenken an ihre schwarze Segel listen, bevor sie ohne sie weiterreisen. Dreck! Mann, doch falsch. Nein, haben wir das jetzt verkackt? Oh Leute, das, Moment. Da versuchen wir aber doch mal ganz schnell einen Autospeicherstand zurückzuholen. Na, lass mich raten, der wird aber jetzt danach stattgefunden haben. Dreck! Fährst du doch weiter zum Brackwasser. So ein Bullshit. Oh ja, na klar. Er hat den Speicherpunkt danach gesetzt. Stimmt's? Nee, doch nicht. Oh geil, hat geklappt. Ach, scheiße. Hat doch nicht geklappt. Ja, dann würde ich sagen, ins Krokodil-Delta. Ja, wir machen den langen Weg. Versuchen wir da noch was abzustauben. Ja, was soll's. Gibt die Rationen frei. Acht. Was ist denn auf den Spuren Ihrer Majestät? Hat man eine zweite losgeschickt? Boah, ich war zu lange nicht mehr hier, würde ich sagen. Die Spuren Ihrer Majestät, die Königin ist verschwunden. Sir Archibald bittet sie, sie auf Land und See zu verfolgen, herauszufinden, was in aller Welt sie vorhat. Ja, haben wir denn noch ein Schiff? Mal sehen. Ne, die Jean-Luc brauchen wir selber. Schildkröte ist, glaube ich, gerade unterwegs, ne? Ne, wenn da steht, dass sie inaktiv sind, ja, aber der hier, der ist doch. Ja, und wieso hat der nur 42%? Verdammte Scheiße, mal. Was ist denn los? Ja gut, wenn ich jetzt drauf drücke, weisen wir schon zu. Lass uns erstmal gucken, was mit denen das Problem ist. 42% noch. Neue Fall. Befehle? Schoner bald mal hier. Den Schoner kannst du ja nicht auf eine Expedition schicken. Oh ey, die ganzen Benachrichtigungen auch von meiner Fresse, ey. Mal einen Monat nicht hier gewesen. Neue Insel entdeckt. Das belastet unsere Geschäftsbeziehung. Ach, da ist auch hier, warte mal. Nicht letztens mitten in einem Auftrag aufgehört? Die Jean-Luc schicken wir aber nicht. Die schicken wir hier zum Aufträge abgreifen. Warte mal, die geht erstmal zurück nach Hause. Schönen Heimathafen. Obwohl, warte mal, sie hat einen Auftrag parat. Helfen Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen? 20 Mille? Gerne doch. Ich schwebe. Auf jeden Fall. Warte, dann kannst du direkt zu ihr fahren. Will sie denn? Wo ist sie? Wollen Sie von Sir Archibald Blakes Leuchtturm und Kekse? Okay, also Kekse können wir dir gerne holen. Warte, den nehmen wir dann noch auch gleich.
Wie wär's mit einer Hand wäscht die andere? Na, ich weiß ja nicht, Matti, du bist mir ein bisschen unsympathisch. Okay, wenn wir ihm auch Ruf dazu kriegen, dann machen wir das bestimmt wieder Piraten irgendwo ausschalten. Ich weiß das zu schätzen. Zerstören Sie die Fregatte. Super. Jetzt holen wir erstmal hier. Und er hat auch gleich was. Wenn Sie sich jetzt dran halten, sind Sie zum Tee zurück. Rot-weißer Petuniengarten. Polter die Polter. Moment. Jetzt du auch gerade falsch. Stopp. Gestern zu Archibald. Du willst ihn, oder? Komm. Ach, er will auch noch mal was. Aber dasselbe Ziel mit ihr, okay, alles klar, Fregatte zerstören. Eine Fresse, ey. Wir brauchen eine halbe Stunde noch Zeit. Welcher läuft denn als erstes ab? Haben wir noch einen alten Auftrag gehabt? Liefern Sie das Tagebuch des Vaters? Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Ach, das Tagebuch haben wir auch hier bei, okay. Liefern wir das zuerst ab, oder? Oh Mann, was hast du denn wieder? Sind die angekommen? Oh. Crap. Grabräuber, sie sind allein und suchen nach der sagenumwobenen verlorenen Totenstadt. Oh Mann, das kann ja nur wieder in die Hose gehen. Diese Sagen scheinen beinahe glaubwürdig, während sie vom Rücken ihres Kamels aus in den goldenen Schimmer der Abenddämmerung blicken. Irgendwo da draußen in diesem Ödland hinter den gigantischen Säulen aus Basalt könnte der Schatz der alten Könige liegen. Und dessen größter Preis, die Totenwache, das Hor. Eine Statue, die den Legenden zufolge aus reinem Gold besteht und mit zahlreichen Edelsteinen besetzt ist. Sie machen Rast in einer geschäftigen Stadt, die am Flussdelta nahe des angeblichen Ortes der Gräber liegt. Eine junge Frau mit gebildetem Auftreten winkt sie zu sich, als sie sich im Nationalmuseum über den Weg laufen. Ich habe etwas gefunden, sagt sie, und ich suche eine verantwortungsvolle Person, die dem Museum helfen kann, es zu bergen. Eigentlich wollte ich was mitnehmen, aber okay. Ist reiner Guttätigkeit einwilligen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ablehnen, aber warte. Ach. Ablehnen und ihr dann in der Hoffnung auf einen Schatz heimlich folgen. Boah, das wäre snitch-mäßig. Den Schatz vergessen zum... Oh Mann, okay, komm. Das ist nicht einfach nur Aberglaube. Ihre Skepsis ist kaum zu übersehen. Grabräuber sind in dieser Gegend keine Seltenheit und zweifellos zählt sie sie dazu. Sie bitten sie um ihre Unterstützung und betonen ihre guten Absichten, doch dadurch verschrecken sie die Frau nur noch mehr. Mit der Karte fest an die Brust gedrückt und Furcht in den Augen schlüpft sie zwischen dicke Vorhänge und ruft um Hilfe, als sie zwischen bunten Stoffen verschwindet. Was? Das ist der Dank? Ehe sie ihre Unschuld bekunden können, werden sie von mehreren breitschultrigen, bedrohlich dreinblickenden Wachen umringt. Behaupten, die Frau sei die wahre Diebin. Oh, das hier, der riskante Weg. Es nicht drauf ankommen lassen, zu erschießen. Oh Mann. Okay. Redegabe. Sich den Wachen ergeben. Vergiss es. Ihre aktuellen Expeditionen sind aber unzureichend vorbereitet. Ja, super. Dieses Unterfangen gleicht einem Glücksspiel. Dann nehmen wir doch mal den riskanten Weg, oder? Ach, scheiße! Okay, versuchen wir's. Wenn sich ergeben, dann wird's wohl beendet sein, ne? Nächste Expedition, die dann im Arsch wäre. Nee, komm, wir versuchen's mal. Wir behaupten, sie ist die wahre Diebin. Alter! Ach du Scheiße, nee. Die Wachen brechen in ein spöttisches Gelächter aus. Eine angesehene Gelehrte soll eine Grabräuber sein? Ja, okay, stimmt, darüber hättest du vielleicht vorher nachdenken sollen. Da müssten sie noch besser lügen können als der hinterlistigste Schakal, damit ihnen das jemand abkauft. Tödlich schimmernde Klingen werden gezogen. Es gibt nur eine passende Bestrafung für diejenigen, die uns unsere Geschichte berauben wollen. Alter, ich wollte nichts rauben, ich wollte ihr helfen. Wie aus dem Nichts erscheint ihr Kapitän und sagt mit fester Stimme, diese Person. Er beugt sie wachsam, steht unter dem Schutz ihrer Majestät der Königin. Sie wird dafür Sorge tragen, dass er sich einem Gericht stellt. Ach du Kacke. Nach kurzem Zögern ziehen sich die Wachen zurück, entweder überzeugt von ihrem Kapitän oder aber von ihrer Mannschaft, die mit gezückten Schwertern in den Schatten lauert. Ach ja, okay, wenn wir auf einmal doch Schwerter haben und da so viele von uns lauern, wie sollen wir es dann verkacken?
Dann hätten wir vielleicht doch den scheißkämpferischen Weg wählen sollen. Sie bezweifeln, dass ihr kleiner Ausflug an Bord des Schiffs Anerkennung finden wird. Oh Mann, ey, es schwindet und schwindet die Moral. Ja gut, wir haben jetzt eh nur noch eine Station. Ja, das war's. Geil, Alter, das Labyrinth verkackt und das Monument der Toten verkackt. Und ich glaube sogar, Olispo haben wir letztens auch verkackt. Da war doch auch so eine kleine Aufgabe. Scheiße, Alter, voll die erfolgreiche Mission. Ja, komm. Bringen wir sie zu Ende. Ich kann Ihnen nichts versprechen. Ja, das merke ich schon. Vielleicht warst du auch die falsche Wahl, Junge. Nee, heimkehren nicht. Gut, Jixi hier mit ein bisschen... Oh, Alter, alles zieht Moral? Okay. Mal sehen, was bei rumkommt. Was soll's. Mann, ey. So, wie viel Zeit haben wir hier noch? Schließen Sie Expedition auf den Spuren Ihrer Majestät ab. Ja gut, dafür bräuchte ich ein zweites Schiff. Ach ja, stimmt, das wollte ich eben. Moment. Oh ey, und die Stadt sollte ich vielleicht zwischendurch auch mal ein bisschen aufbrezeln. Das haben wir uns verdient. Oh, oh. Ist es falsch, sich nach mehr zu sehnen? Woran hapert's denn, Leute? Seife kritisch? Vielleicht sollst du sie nicht mehr verschiffen. Okay. Sie gehören schon fast zur Familie. Okay, weißt du was, die hier tun wir erstmal ein bisschen... Alles im Lot, sage ich mal. Aber du solltest auch nicht zu viele anstellen, sie wieder zu hohe anstellen. Lass auch ein paar Arbeiter da. Geht eh nichts mehr. Scheiß, habe ich das marode runtergewirtschaftet hier. Dreck. Wieso hapert's an Seife? Ich habe da doch letztens erst noch eine neue Schweinezucht aufgemacht. Ja, hier. What the fuck, die kriegen kein Korn? Oh mein Gott. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Okay, warte mal. Bauen wir hier noch ein Kornfeld hinter, damit die Schweinezucht Futter kriegt. Ah, jo, hier ist doch auch noch. Okay. Konkurrenten sind eine Allianz eingegangen. Ach du Scheiße. Willy Wibblesock. Ach und sie, ja okay, mit denen komme ich ja beiden gut klar. Das sollte ja kein... Okay, hier sollte das Schiff aber langsam angekommen sein, oder? Oh, warte mal, die Fregatte könnten wir kaufen. Und die dann gleich auf die Expedition schicken, um die Königin zu sehen. Welch höchst erfreuliche Überraschung. Hatte ich doch letztens eine gekauft. Hatte ich doch letztens eine gekauft. Dass du auf der Suche das Zeichen der Euphoria. Das Auge der Sonne. Es verbrennt all jene, die es erblicken. Zur Hölle, Alter. Ich verstehe nie ein Wort, wenn du irgendwas labert. Warum musst du mein Rätsel reden? Euphorian heimgesucht wurde, ein Todesurteil. Was? Du magst ein furchtloses Kind sein, doch geh nicht in die neue Welt. Stich nicht mitten ins Wespennest. Ey. Das Tagebuch allein reicht nicht aus, um Sir Archibald zu überzeugen. Aber es wird ihn zum Nachdenken anregen. Nadine, warte. Lüg, wo ist er? Hier. Samuel Goodes Mörder entlarvt. Für die Schwestern spüren den Mörder ihres Vaters auf. Ein Mann, der wohl kein Einzeltäter ist, da in der Tat Gerüchte über die Verbindung zu einer eigentümlichen Sekte sind. Das ist doch unser Cousin da, den wir nicht leiden können. Hier erstmal bergen, was immer das ist. Beweis der Zerstörung. Moment mal. Der Teufel fordert seinen Tribut. Oh mein Gott, er wieder. Bismarck-Kanal. So, jetzt aber. Die Explosion hat Trümmer über den gesamten Kanal verstreut. Als ihr Steuermann vorsichtig in den kürzlich eröffneten Kulismarkanal einfährt, erschallt vor ihnen ein ohrenbetäubender Knall, der einen Großteil der Besatzung auf die Planken schickt. Nach dem ersten Schrecken eilt die Mannschaft auf ihre Posten, bringt das Schiff auf langsame Fahrt und kommt wenige Meter vor den brennenden Überresten eines Schiffes mit schwerer Schlagseite zum Stehen. Es wird sicherlich Tage dauern, bis alles freigeräumt ist und der Schiffsverkehr wieder aufgenommen werden kann. Einer ihrer Matrosen runzelt die Stirn. Ist das nicht seltsam, dass da keiner im Wasser schwimmt? Und tatsächlich, von der Schiffsbesatzung gibt es keine Spur. Ein Rätsel, das unbedingt gelöst werden will.
Zwack auf Hinweise untersuchen. Jo. Machen wir. Jagdglück, Umgebung nach verschollener Mannschaft und Schiffsunterlagen von der Kanalbehörde noch von. Nein. An die Kanonen. Oh mein Gott, ey. Es erweist sich als unmöglich, das Schiff zu durchsuchen, ohne die Mannschaft zu gefährden. Da jedes für die Bergung der Wachtale eingesetzte Netz durch die vielen messerscharfen Trümmer unweigerlich zerfetzt würde. Nachdem ihre Mannschaft eine Stunde lang vergeblich versucht hat, die treibenden Fragmente zu identifizieren, bleibt ihr nichts anderes übrig, als dem sinkenden Schiff den Rücken zu kehren und sich auf eine lange Wartezeit einzurichten, bis die Behörden den Kanal endlich freigeräumt haben. Alter, hast du eine einzige richtige Entscheidung getroffen auf dieser Scheiß... zur heiligen Stadt, weiter nach dem Weser, in die Savanne. Ja, so langsam haben wir keine... Das Schiff ist leidlich bestückt. Ja, das stimmt. Aber komm, nochmal 4 Moral runter. Ah, so, komm, das macht ihr aber. Moment mal, hey, was ist mit meinem Schiff los? Wieso ist denn das verschrott? So, wo sollen wir das Buch abliefern? Hierhin. Okay. Ruhen Sie sich aus? Nur zu Ihrer Information. Mein jüngstes Schnitzwerk ist ein menschlicher Torso aus Rosenholz. Alter, das macht mich echt ein bisschen nervös, dass das so ist. Wenn ich noch länger warten muss, zwickt und zwackt wieder nur mein Darm. Ich träumte von Neuigkeiten. Also komm, zwischendurch müssen wir das hier auch erledigen. Regatta zerstören, holen Sie von Archibald Blakes Leuchtturm die Kekse ab. Da sind wir gerade auf dem Weg hin. Denn das müssen wir ihm ja auch bringen. Okay, dann haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Wir bringen ihn den Beweis der Zerstörung, nehmen gleichzeitig die Kekse von ihm mit. Die Fregatte zerstören können wir aber auch nur mit unserem Schlachtschiff. Schließen die Expedition ins Land der Löwen ab. Ja, die sind ja unterwegs. Welches wird angegriffen? Ach, deswegen... Was mangelt es? An Arbeitskraft. Okay, ja, ey, um die Deckard DC kümmern wir uns ja gar nicht mehr, das stimmt schon. Komm, hier hauen wir schnell ein paar Hütten hin. Bringen Sie frohe Kunde? Jo. Was haben Sie da im Schlepptau? Ach, deine Beweise, stimmt ja. Schon angekommen, das Schiff. Dieses Zeichen ist also eine Morddrohung? Aber Ihre Majestät erhielt dasselbe. Auf einem schmucklosen Umschlag mit einem Stempel aus den Kolonien. Und was willst du mir damit sagen, Archibald? Wir wissen immer noch nicht genau, wie Ihr Vater in all das verwickelt war. Doch ich fürchte, die Antwort liegt irgendwo im Westen. Und was hat Petunien gehört? Samentos letzter Aufenthaltsort ist alles, was wir kennen. Wir müssen die Expeditionsroute sehr sorgfältig planen. Expedition? Kekse, ach, hey, Moment. All die Sagen haben... Meine Güte, Leute! Jetzt überschlägt sich aber eins am anderen. Kapriolen hab ich damals angefangen. Okay, nehmen wir auch an. Gucken wir gleich, was es ist. Die Suche nach Isabel Sarmento. Insel Prosperity scheint der... Ihre Vorfahren. Oh Mann, okay. Wenn ich gleich genug Schiffe habe, machen wir das eben. Machen wir gleich. Okay. Erstmal bringen wir jetzt hier die Kekse zu ihr zurück. So. Er bringt die Kekse kurz rüber. Dann gucken wir, was der... Hält man noch 20 Minuten. Okay, die Fregatte zerstören machen wir direkt danach. Das Kleingedruckte. Nehmen Sie sich dem Schiff. Nähern Sie sich dem Schiff, um mit dem Geleitschutz zu beginnen. Okay, Geleitschutz machen wir gleich. Moment. Das sind Expeditionen 3-mal. Das was, ich muss langsam ein Schiff von dem kaufen, glaube ich. Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vaterland. Und okay. Abmarsch. War auch noch. War wieder eine halbe Stunde. So, Keks abliefern läuft als erstes ab. Das machen wir jetzt eben, der ist eben. Jetzt gucken wir mal, was wir für Schiffe haben, die nichts zu tun haben. Die alte Sardine, wo ist die? Koordinaten gesetzt.
hat sie eigentlich auch mehr als Handelsschiff an. Eigentlich auch. Hat weniger Verpflegung dabei. Könnte man ja mal versuchen, wie die sich so macht auf einer Expedition. Weiß nicht. Hey, alles hier wartet auf deine Rückkehr. Jonah steht bereit. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich weiß. Ich glaub, du musst. Du bist aber echt dran nicht. Stelle. Der ist zu klein. Weißt du was? Wir könnten einfach auch selber eine. Boah, Linienschiff. Hallöle. Langsames, aber zerstörerisches Kriegsschiff mit 36 Bordkanonen auf jeder Seite. Auf hohe Distanz eher unpräzise. Eine Fresse. Bau das doch, verdammte Scheiße. Fregatte? Mal wieder eine Fregatte bauen. Auch das fette Linien. Oh. Klipper, auch nicht schlecht. Alles mittelgroßes Handelsschiff mit der Hütte. Linienschiff. Alter Schwede. Den Einsatz und Einfluss. Hey, dann bau das. Aus. Bau mal das fette Ding mal raus. Das dauert aber, wa? Boah! Oh Mann, das kann dauern. Bis dahin sind die Expeditionen schon weg. Vielleicht hätte ich doch lieber erst ein anderes bauen sollen. Steht ja auch bei 12 Minuten. Ey, hier 6. Ja, doch eben den. Aber weißt du was? Wir können auch Archibald dann abkaufen. Wie viel Kohle haben wir denn? 245.000, Alter. Da können wir locker einen kaufen. Aber warte. Jetzt vergesse ich die Stadt schon wieder. Meine Güte, ey. Wie süßer Regen nach langer Dürre. Das freut mich, dass du mit deinen Keksen zufrieden bist. Wer ist er denn jetzt wieder? Das ist das Schiff, was ich begleiten soll. Ach, wir haben ja hier noch die Schildkröte. Okay. Dann schicken wir den gleich. Ich wusste doch, ich hatte einen gebaut. Komm, schick den hier hin. Auf Kurs halten. Den Proviant beladen, dann geht er auf die nächste Expedition. Was auch immer der hier unten rumstand. Schon mal schnell noch alibimäßig ein paar Häuserchen hin. Wir haben ja Arbeitermangel. Hat er denn schon ein paar Upgraden? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Hab nichts Gutes zu sagen. Oh, das ist kein guter Text, den man von seinen Bürgern hören will. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Hafenstadt. Okay, ja, also. Was denn jetzt wieder? Ja, wissen wir. Keine Arbeitskräfte, ich bin dabei. Boah, ey. Kann das okay, so gedruckt werden? Ja, lass mal sehen. Okay, immer noch kein Wirtshaus. Deckard DC, bauen wir sofort eins. Fuck, Alter. Bankrotterklärung, Blätterkasten ist in den Miesen, das ist eine Frage der Zeit, bis der... Was zur Hölle? Sowas willst du veröffentlichen? Vergiss es, Mann! Zukunft. Ein Funke, der zu einem Feuersturm wird und die ganze Bourgeoisie verbrennt. Freiheit und Gleichheit für alle. So, jetzt bringen wir doch mal... sowas hier. Ich habe mich einmal als Clown in einen Wanderzirkus eingeschlichen. Aber als der Ballon platzte, wurde meine Reportage den Verlegern zu bunt, um gedruckt zu werden. Das glaube ich gerne, wenn ich das hier so sehe. Nein, nein, nicht Kriegsrecht. Knappheit. So. Das ist eine wunderbare Idee. Das würde ich doch auch mal sagen. Handschrift. Ja, deine Handschrift war nicht gerade besonders. So, wo ist jetzt... Gut.
Das Puzzle setzt sich zusammen. What the fuck? Sie haben an Einfluss gewonnen. Haben wir die Kekse abgeliefert? Ja, ne? Okay. Was läuft als erstes ab? Oh, sie. Okay, wo ist die Fregatte? Zeig sie her. Hier irgendwo. Dann fahren wir jetzt eben da rein. Gut, wir sind ja eh gerade in der Nähe. Passt ja. Wer ist das hier? Gehört das denn? Zu welchem Auftrag gehört das denn? Leitschiff, das ist er hier. Okay, wir zerstören jetzt erst die Fregatte. Ach, das ist er, okay. Das ist Geleitschutz. Dann muss er als erstes danach. Warte, erst machen wir jetzt sie, ihre Fregatte. Hier steht auch schon wieder was an. Was ist denn hier jetzt? What the fuck, Alter? Was zeigt er denn hier an? Hier will einer irgendwas. Oh, 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 oh. So, wen soll man zerstören? Wo soll denn der sein? Holen wir uns den zuerst. Oh Mann, dann enttäusch mich nicht. Das ist unser Schlachtschiff, der wird schon keinen enttäuschen. Wo ist die Fregatte? Muss jetzt hier irgendwo sein. Oh, da haben wir sie. Sehr schön. Nee, 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 erstmal direkt nehmen, da wir eh schneller sind. Hallo. Schiff unter Beschuss. Oh Scheiße, Alter. Ganz so schwach wie die anderen ist das aber nicht. Ach, das geht schon. Selbst, jo, selbst erbaut. Der ist echt cool. Sehr schön. Aufsammeln sollen wir auch. Dann haben wir Ian schon mal erledigt. Liefern sie O'Maras Zwielichtige. Ja, okay. Beweis der Zerstörung haben wir. Liefern wir eben bei ihr ab. So, dann machen wir das Kleingedruckte. Wo wir nur noch 20 Minuten Zeit hätten. Bei ihm, wo ist denn deine Schokolade? Okay, hier. 20, 29, also direkt seinen Auftrag, dann sein. Was hat er? Oh, Scheiße. Gar nicht mehr dran gedacht. Gesegneter Regen. Weite, sonnenbeschienene Ebenen erstrecken sich vor ihm. Langes, ausgeblichenes Gras glitzert vom Regen der letzten Nacht und ein paar Bäume spenden Schatten vor der jetzt schon warmen, orangefarbenen Sonne. Verborgen im dichten, hohen Gras erwachen an diesem Morgen zahllose Kreaturen und kommunizieren vergnügt, während dieser Wanne sich mit Leben füllt. Etwa eine Meile entfernt liegt eine Talsenke mit einem vegetationsreichen Wasserloch, in dem sich viele fremdartige Tiere versammeln, bevor die Hitze des Tages sich über das Land legt. Monumentale Felsen ragen hoch über die Ebene hin. Sicherlich bieten sie königliche Aussichten. Ich weiß nicht, Alter. 46 Moral nur noch Felsvorsprünge erklimmen, um diese Wanne von oben zu betrachten. Im Wasserloch gehen. Okay. Einige Kreaturen folgen uns. Ach du Scheiße. Der Aufstieg ist mühsam und lang. Doch ihre besten Kletterer finden einen gangbaren Weg für die Mannschaft und verwenden dicke Seile und Mehl. Schnell aus dem Lager herbeigeholt für besseren Halt. Endlich erreichen sie den höchsten Vorsprung. Eine lange Platte aus ockerroten Steinen, die von unzähligen Regengüssen und Stürmen geglättet wurde. Unter ihnen erstreckt sich die unendliche Wildnis, staubig und windgepeitscht. In der Ferne ziehen dicke Regenwolken vorüber und werfen dunkle Schatten. Eine goldene Stille liegt über dem Land, gestört nur durch das langsame Schreiten seltsamer, langhalsiger Tiere. Meine Fresse, ich dachte, uns folgen Löwen oder so. Mann, du Typ bist auch ein bisschen theatralisch. Ein paar Giraffen, verdammt.
Langhalsiger Tier in der Ferne, ein tiefes Grollen ertönt plötzlich hinter ihnen und als sie sich umdrehen, sehen sie sich Löwen gegenüber. Fuck, Alter, jetzt mal weitergelesen. Die sich ihrer Mannschaft mit gefletschten Zähnen nähern. Ich glaube, waffentechnisch sind wir eh schon scheiße dabei, ne? Sie sind in das Revier des Rudels eingedrungen. Ach, fuck you, Alter. Auf dieser ganzen Scheiße haben wir noch nicht einmal was Vernünftiges erlebt. Das Alpha-Männchen erschießen. Oh, Mann. Sie mit Essen ablenken. Okay. Das machen wir doch. Ein bisschen Fisch. Why not? Müssen wir. Scheiß drauf. Okay. Gesegneter Regen. Hier. Nein, was? Da stand doch wahrscheinlich. Ihr Beschichtungsversuch ist fehlgeschlagen. Da geplant war, bis zum Mittag zurück im Lager zu sein, hat die Besatzung nur wenig Proviant dabei. Lange nicht genug, um die hungrigen Löwen zufriedenzustellen. Vielleicht ist es nur Einbildung, doch ein tiefes Grollen bringt den Felsen zum Erzittern, als sich aus allen Richtungen weitere Biester bedrohlich nähern. Das ist nicht euer Ernst. Oh Mann, ey. Ein Steinhagel auf sie werfen? Der Frau befehlen zu schießen und hoffen, dass die Pistole funktioniert? Welcher Frau? Nach der Ladung in die Ecke drängen. Nach der Landung, Ladung. Komm, versuchen wir es mit den Steinen. Das ist doch billig, Alter, als ob sich ein paar hungrige Löwen von ein paar Steinen abhalten lassen. Geht ihre Besatzung, rücken sich eilig und sammeln einige scharfe Steine auf, die auf die sich nähernden Löwen zu schleudern. Diese weichen ohne Eile zurück und warten offensichtlich nur ab, bis sie auf ihre Jagd fortsetzen. Einige von ihnen knurren als Steine auf ihre Flanken treffen, doch die meisten scheinen unbeeindruckt. Dann, es werden Pistolen geladen und auf die Bestie liegt, als plötzlich aus den hinteren Reihen der Mannschaft mehrere Schüsse direkt nacheinander abgegeben werden. Drei der Löwen taumeln und fallen vor ihren Füßen zu Boden mit beeindruckend präzisen Einschusswunden der Stirn. Die anderen Löwen ziehen sich verängstigt zurück. Die Silhouette beginnen den Abstieg von den Felsen und schwärmen von den Fähigkeiten der jungen Schützin. Im Hinterkopf ist ihnen jedoch unangenehm bewusst, wie knapp sie den Tod entronnen sind. Oh Mann, ey. Zum Horn von Enbesa. Weiter zur heiligen Stadt. Und das machen wir auch noch eben. Jo. So. Wo waren wir? Wo ist unser Flaggschiff? Boah, ey, den hat's aber auch ganz gut mitgenommen. Mann, du mach mal deinen Job hier. Mittliche Kappe. Ach ja, da bringen wir jetzt erstmal das zurück. Was denn hier jetzt? Ach so. Muss das eskortieren. Leinen los. Mal ein bisschen füllen. Also Fisch kannst du reichlich haben. Kartoffeln haben wir so gut wie gar keine mehr hier. Brot auch nicht. Scheiße, Mann. Hier gehen auch langsam die Vorräte zur Neige. Vielleicht ein paar Schweinchen mitnehmen. Nehmen wir nur Fisch mit. Was soll's? Okay, oder Konserven können wir mitnehmen.
Ist doch gut. Okay. Neue Ziele. Drei Teams haben wir heute nicht. Ich gebe mir nichts, was irgendwie. Also, dann würde ich sagen. Gasthaus hinsetzen, weil sie sich darüber gerade beschwert haben. Ach, wir brauchen sie dann auch wiederum. Jo. Brauchen sie. Passt schon. So, warte, schönes dickes Wirtshaus. Setzen wir mal rein. Dann brauchen sie gleich auch Bier. Ey, wie lange braucht der denn noch? Ah, Gott sei Dank. Es wird gemunkelt, du hast es erledigt. Die Schuld ist hiermit beglichen. Das freut mich. So, direkt zum nächsten weiter. Leitschutz für ihn hier. Danach, weißt du was, das hier könnte aber auch eben... Brauchen wir den blöden Schoner, wo ist der? Wir helfen, wo wir können. Wenn der unterwegs dann halt... Ach, wird schon nichts passieren. So, komm. Blöd um das Ding, soll der Mist. Der Aufstieg von Kaiser geht immer. Was denn jetzt für eine Warnung? Vor 10 Minuten? Mann, das ist echt. Die wird in die Hose gehen, die Mission. Wir schlingern ins Ungewisse. Oh mein Gott, ey. Hat der schon mal einmal gute Nachrichten gehabt? Eine heilige Pilgerreise. Oh. Es gibt zahlreiche Geschichten über eine heilige Stadt und die heilige Pilgerreise, die Gläubige mindestens einmal in ihrem Leben dorthin unternehmen sollen. Spannend legt ihre Besatzung an einem geschäftigen Hafen an einem der wichtigsten Etappen auf dieser Reise. Als sie im kühlen Schatten der antiken Mastrabias durch die breiten Straßen spazieren, verraten die staubbefleckten Säume weißer Roben und feste Sandalen die frommen Absichten ihrer Träger. Fetzen schwärmerischer und aufgeregter Gespräche überzeugen ihre Mannschaft davon, dass sie diese heilige Stadt mit eigenen Augen sehen muss. Als die Seeleute gerade die Waren eines lautrufenden Händlers durchstöbern, kommt ein Mann auf sie zu, der verzierte Waffen an seiner Seite und auf dem Rücken trägt. Marhaban, meine Freunde. Sind Sie auf Pilgerreise? Ei, wir kommen von weit her, um die heilige Stadt zu sehen. Die Angst hat uns im Griff. Oh mein Gott, ey! Er begutachtet die Mannschaft wohlwollend. Das Wadi ist ein gefährlicher Ort. Regenfälle und Adwavi-Banditen gefährden die Reise. Ziehen Sie mit der Karawane dorthin, das ist sicherer. Ein so großzügiges Angebot konnten sie nicht ausschlagen. Schon früh am nächsten Morgen sind alle in die weißen Roben der Frommen gekleidet und schließen sich dem gleichmäßigen Tempo hunderter anderer Pilger entlang eines langen, ausgetrockneten Flussbetts an. Die Reise geht langsam, aber in Sicherheit voran und schon am nächsten Mittag erreicht die Karawane die heilige Stadt und löst sich allmählich auf. Sie schauen sich um und überlegen, wohin sie als nächstes gehen sollen.
den Tempel gehen, um die Pilgerreise gebührend abzuschließen. Den Glauben der Pilger respektieren und stattdessen zum Soap gehen. Ah, okay. Ein Pilger zu sein erfordert mehr als nur weiße Gewänder anzuziehen. Der Versuch der Mannschaft, sich unter die Menschenmenge zu mischen, bleibt zunächst unbemerkt. Da ist ein dickes Aber mit bei, ja. Der Versuch der Mannschaft, sich unter die Menschenmenge zu mischen, bleibt zunächst unbemerkt und sie schließen sich den Betenden an, die einen gewaltigen, schwarzen, mit goldenen Details verzierten Steinwürfel umkreisen. Diese Prozession bewegt sich jedoch schleichend langsam voran und die sengende Sonne macht die Seeleute allmählich durstig. Einer von ihnen entdeckt an einer Ecke des Platzes einen Brunnen und eilt sofort dorthin, um eine zur Schale geformten Hände in das frische, klare Wasser zu tauchen. Ein Schrei der Empörung geht durch die Pilger in seiner Nähe. Sie stürzen sich auf ihn, weil er das heilige Wasser beschmutzt hat. Dieser Vorfall erweckt Aufruhr in der Menschenmenge, die auseinander stiebt und stolpert, sodass eine rasende Massenpanik entsteht. Komm, ist eh alles in die Hose gegangen. Trotz der scheinbar zufälligen Bewegung der Menge kommen die Seeleute schon bald an einer ruhigen Nische vorbei. Mit fester Entschlossenheit bahnen einige der kräftigeren Seemänner einen Weg durch den Strom. Die Mannschaft stolpert in die Leere, wo sie übereinander stürzen, als der stetige Schub der Pilger plötzlich versiegt. Als sie sich umblicken, entdecken sie eine niedrige Mauer, über die man klettern kann. Schon befindet sich die Mannschaft wieder auf der weniger überfüllten Straße der Stadt und ist erleichtert, ohne Blessuren aus dem Strom entkommen zu sein. Alter, was für ein... Und weiter geht's auf der Horrorreise. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, hallo. Boah. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Na hallo. Endlich haben wir mal einen fetten Pott. Sind unterwegs. Gut, ich muss mal gleich erstmal noch richtig schön ausrüsten. Schauen wir zum Hafen. Das machen wir gleich. Jetzt müssen wir uns erst kurz um die Aufträge kümmern. So, wo ist Jean-Luc? Lüg schicken war. Oh, der braucht aber noch. Vom Geleitschutz. Die alte Sardine macht den Billigauftrag mit der Schokolade. Segel setzen! Ja, du holst die Schokolade ab. In der Zeit. Gastos hat man hier schon hingesetzt, ne? Hat die Moral aber anscheinend nicht doch. Tag. Können wir euch mal ihren Bürgern upgraden? Aber nicht zu viel, wir brauchen ja auch wieder ein paar Arbeiter. Und wir brauchen noch. Das reicht jetzt. Da wir uns hier eh kaum drum kümmern. Das heißt, erstmal reichen so. Hier wollte ich ja noch. Was fehlt denn hier nochmal? Den nimmt man. Alk. Okay. Elk schon mal so gut wie nichts. Wurst. Und Schwein haben wir genug, dann würde ich sagen. Erstmal. Noch eine Metzgerei. War doch anscheinend so wenig. Jetzt auch direkt da hinten hin. Unser Industriegebiet. Oder kann hier hin? Ach, da ist schon einer. Daneben brauchst du ihn aber auch nicht sitzen. Ist doch scheißegal, wo er sitzt. So, hier. Macht doch nichts. Nimmt sich doch hier aus dem Kontor dann. Mit mir rein ganz bestimmt nicht. Why not? So. Wurst sollte für euch jetzt aber auch erledigt sein. Der ist immer noch nicht da. Er neue Befehle? An. Jo. Ihre Hoheit billig. So, wenn der jetzt allerdings angegriffen wird, sind wir am Arsch, weil das nur so ein kleiner Klipper ist. Schleichen Sie an den Patrouillen. Oh, an den Patrouillen vorbei. Super. Sind wir fahren jetzt einfach quer durch. Ich hoffe, das Ding bleibt einfach heile. Scheiße, dann hätte ich doch lieber die Jean-Luc geschickt. Dreck, der ist immer noch unterwegs. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh mein Gott. Du beeil dich mal ein bisschen. Nicht geschafft?
Oh, mein Sodbrennen wird stärker. Ach, scheiße. Das war ein Schleichauftrag. So war das gemeint mit dem Vorbeischleichen. Ja, komm, dann hat das verkackt. Ja, geil. Und wir haben keine Feuerwache hier. Oh, hier hast du dich aber wirklich nicht umgekümmert. Da steht hier eine Scheiße. Ja, jetzt kommt es zu spät. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Und er auch wieder. Mr. Hiobs Botschaft. Was der mal nicht unaussprechliche Schrecken mitgebracht hat. So, komm, setz es direkt dahin. Vielleicht haben wir noch Glück. Ja, bis die Ausbildung von dem fertig ist, schon zu spät. Alles abgefackelt. Dreck. Stinkender, fauliger Dreck. Im wahrsten Sinne des Wortes. Etwas Gesellschaft. Mehr nicht. Auch auf dem Wasser. Schiff vernacht an Kapitän. Es holt auf. Sie werden angegriffen. Ein mächtiges Schiff. Die Lateinersegel von trockenem Wind gebläht. Die Stückpforten bedrohlich aufgesperrt. Taucht aus einer verborgenen Bucht auf. Fliegt entlang der stark bewaldeten Küste Fahrt auf. Flagge karmesinrot und schwarz mit einer triumphierenden Sonne ist niemand. Niemanden aus der Mannschaft bekannt, während es sich geschickt in und aus dem Hauptwind dreht, den Luftstrom meisterlich ausnutzt und die Distanz schnell verringert, wird seine Backbordseite plötzlich von einem donnernden Knall erschüttert. Etwas pfeift durch die Luft und stürzt hinter ihnen in das smaragdgrüne Wasser. Sie drehen hart nach Backbord, während die Stückpforten krachend aufeinander aufgerissen werden und ihre Kanoniere die Geschütze sorgfältig ausrichten. Ja, Schüsse. Eine erste Salve trifft den Feind in der Seite, gefolgt von einer zweiten, die von den Geschützmannschaften auf dem Unterdeck abgefeuert wird. Feuer schlägt aus den Wunden, die in die Flanken des Schiffes geschlagen wurden, und die Rad zerbierst in zwei Hälften. Winzig kleine Gestalten krabbeln über das Deck, versuchen verzweifelt, die gierigen Flammen zu ersticken. Plötzlich schickt eine mächtige Explosion alle auf die Planken, während das Schiff immer mehr Schlagseite bekommt und sich gefährlich ins Wasser neigt. Ein stämmiger Mann in einer Art Offiziersuniform übertönt mächtigen befehlsgewohnter Stimme den Lärm, wie es aussieht, bedroht er einen jungen Mann mit vorgehaltener Pistole. Söldner und Mörder. Das sieht Ketema ähnlich, dass er sich zu solchen Methoden herablässt. Bringt eure Waffen zum Schweigen oder euer Freund hier wird bleischlagen. Wer zur Hölle soll das sein? Hä? Ich kenne weder diesen Mann noch diesen Ketema, von dem sie sprechen. Der Mann höhnt. Wer es glaubt, wird selig. Kaum wurden eure Segel gesichtet. Da fing er, Achtung, seiner Stimme ist unüberhörbar, auch schon an zu drohen, dass Ketemas Zorn über euch uns kommt, wenn wir ihn nicht freilassen. Ein Blick auf das verzweifelte Gesicht des jungen Mannes genügt, um zu erkennen, dass er tatsächlich versucht hat, die Schurken einzuschüchtern und sich aus seiner Notlage zu befreien. Auch wenn er mühsam versucht, sich zu beherrschen, fleht er ihre Männer mit den Augen an, mitzuspielen. Ah, ich weiß ja nicht. Wird auch 40 von ihnen sich gegen ihn stellen. Ah, scheiße. Du bist jetzt jedes Mal die falsche Wahl getroffen. Der Mann richtet sich mit Ehrfurcht auf Zorn. Seine Rache meint ihr. Zu lange hat er seine Meute auf uns gehetzt, um uns die Fesseln seines neuen Reiches anzulegen. Aber nicht mit uns. Wir verneigen uns vor keinem König, in dem nicht das Blut unserer Ältesten fließt. Schon gar nicht vor einem gemeinen Emporkömmling. Als der junge Mann spürt, dass sich der Griff des Kapitäns langsam lockert, stößt er ihm mit einem plötzlichen Bewegung den Ellbogen in den Rücken und springt über Bord. Noch bevor er ihn ergreifen kann, erschießt den Gesandten, falls nötig, brüllt der rotgesichtige Kapitän. Und als der junge Mann nicht wieder auftaucht, wird ihm klar, dass ihm sein Faustpfand abhandengekommen ist. Er befiehlt, die Gewehre zu wenden und auf ihre Mannschaft zu richten. Okay. Komm, versenkt das Scheißding. Potz blitzt, die Kanoniere schieben die schweren 15-Zoll-Projektile in die Mündung der hinteren Kanonen. Einige zerreißen ihre Hemden, um sie in die Läufe zu stopfen und damit den Spielraum auszupolzern, sodass die Kugeln nicht vor ihren Flugbahn abweichen, wenn sie das Rohr verlassen. Ihre Mannschaft kauert sich in Deckung und dann ein Flammenblitz und ohrenbetäubender Lärm. Holzsplitter schwirren durch die Luft, als die Kugeln durch Ballast, Mast, Reling und Knochen schlagen.
einzelne Schüsse erklingen. Ein törichter Versuch der Gegenwehr, bevor eine zweite Breitseite in den Unterleib des Schiffs kracht. Als die Kapitän schließlich das Signal zum Aufbruch aus diesen gefährlichen Gewässern gibt, ist ein schrammendes Klettergeräusch von der Backbordleiter zu hören. Oh, dieser Honk. Bei trockenen Klicken der gespannten und vollbereiteten Gewehre meldet sich eine protestierende Stimme von unterhalb der Reling. Nicht schießen! Ich bin der Mann, den Sie gefangen gehalten haben. Nach einem kurzen Moment des Schweigens erscheint eine Hand auf der Reling, gefolgt von der ranken Figur des jungen Gefangenen, angesichts der 20 auf ihn gerichteten Gewehre sichtlich verstört. Verzerrung, dass ich Sie in diese unselige Lage gebracht habe. Diese Halunken haben mein Schiff versenkt und meine Mannschaft niedergemetzelt, und ich war zwar verzweifelt auf der Suche nach Hilfe. Bei diesen Worten lässt die Mannschaft die Gewehre ein wenig sinken. Ich fürchte, dass sie mir die Geheimnisse und Pläne meines Herren entreißen wollen. Oh, das könnten wir doch jetzt tun. Und als ich ihre Segel erblickte, sah ich eine Möglichkeit, Zeit zu gewinnen. Also behauptete ich, Johnny Hoy Ketema habe sie geschickt. Wer ist dieser Johnny Hoy Ketema, von dem ständig geredet? Kaiser Saleh Ketema ist der Erbe des Throns von Selamavi. Herr über alle Hoch- und Tieflande, die als Enveser bekannt sind und die sie wohl als Land der Löwen bezeichnen. Unter seiner Herrschaft ist Enveser zu einem überaus wohlhabenden und mächtigen Land aufgestiegen. Denn unser Kaiser hat eine Vision, die weit über die seiner Vorgänger hinausgeht. Ein vereintes Reichsland, eine Nation, die den großen Königen von einst ebenbürtig ist. Erschöpft runzelt der junge Mann die Stirn. Leider gibt es Menschen, die unser Land nicht vereint sehen wollen. Die hochmütigen Prinzen von Angereb wollen dem Kaiser nicht weichen und haben beschlossen, mit allen Mitteln Krieg gegen ihn zu führen. Aber warum der Überfall auf sie? Mann, der labert auch eine ganze Menge. Und natürlich, verzeihen Sie meine Manieren. Ich bin Biniam, Sohn Kyrias, Gesandter seiner kaiserlichen Majestät Ketema. Ich befinde mich auf einer Mission und suche Experten aus aller Welt, die dabei helfen, die ambitionierten Pläne meines Herrn für Enveser in die Tat umzusetzen. Sein Wunsch ist, dass der Name Enveser, ob seiner Gelehrsamkeit, seiner Schönheit, seines Wohlstandes und seiner Weisheit gesungen und bewundert wird. Aber Sie lassen uns nicht hier verweilen. Folgen Sie mir nach Aburime, wo mein Herr Sie sicher für Ihren Mut und Ihre Großzügigkeit entlohnt. Jetzt setzen Sie Segel gen Süden, wobei an den säulenförmigen Griffen mit ockerfarbenen Blumen jenseits der Sümpfe werden Sie es erblicken, das alte Enveser mit goldenen leuchtenden Bergen, schlummernden Löwen und stolzen Menschen. Okay. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Oh. Ah, cool, haben wir die Expedition doch noch erfolgreich abgeschlossen. Obwohl der Weg dahin nur mit Scheiße bestückt war. Nur für die Stadt haben wir viel getan. Darf ich euch meinen Wohltäter vorstellen? Einen angesehenen Stadtplaner aus dem fernen Norden. Diese edlen Herzen sind immer Ihnen besser willkommen. Sie haben also gehört, dass ich neue Talente wie Sie suche, um unsere neue Hauptstadt zu vergrößern. Unser Zusammentreffen war ein reiner Glücksfall, mein Kaiser. Dann hat der Herr ein Lächeln für Sie auf den Lippen. Uns bietet sich die Gelegenheit, Teil einer Geschichte zu werden, die uns alle überdauert. Ja, dann würde ich doch mal sagen, da geht's beim nächsten Mal weiter. Die Provinz des Kaiserreichs vernachlässigt. Der Sitz der Könige der Antike. Aber aus dem Staub erwächst ein neuer Garten. Boah, ist das ruckelig. Scheiße, was soll denn der Mist? Seit vielen Königen war Enveser nicht so vereint wie jetzt. Auch wenn es ein zerbrechliches Erbe ist. Einige betrachten uns als gespalten. Jeder denkt nur an sich. Aber sie sind blind für die größere Bedrohung. Hungrige Augen, die gen Süden auf uns gerichtet sind. Vereint und mit Stolz erwidern wir ihren Blick. So müssen sich alle erheben und ihren Anteil verteidigen, oder sie werden gefressen. Und so übertrage ich Ihnen die Aufgabe Taburim, unsere neue Hauptstadt auf dieser Insel zu errichten. Moment mal. Möge sie wachsen, um ganz Enbesa in einem Bild Alter, zu vereinen. Ich habe schon zu viel damit zu tun, bin überfordert, meine eigene Stadt zu errichten. Plan für die Kanäle zeigen. Taburim wird schon bald als Juwel des Friedens am Gürtel dieser großen Nationen glänzen. Haben wir jetzt einen kleinen Kampagnenwechsel oder was? Oder was wird das jetzt hier? Oh, schönes Wasser.
Neues Spielgebiet freigeschaltet. Oh fuck, Alter. Ernsthaft? Oh mein Gott. An die Segel und Brassen. Ich möchte mit Ihnen über bedeutende Angelegenheiten sprechen, die ganz Embesa betreffen. Ich, Sale Ketema. Alter, wir können doch jetzt nicht einfach so zwei... Embesa und Erbe des Bundeszepters. Bitte Sie alle hier zu verweilen. Moment mal. Das ist ein Witz. What the fuck? Das meinst du doch wohl nicht im Ernst. Meine Fresse. Erstmal hier weitermachen. So. Werde ich aber auch leicht überfordert hier. Das reicht für heute. Hasta mañana.